Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Partie, liebe Fußballfans. Willkommen in der Volkswagen Arena. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Lass uns mal genauer auf die Teams schauen, Buschi. Denkst du, die zwei können heute Einfluss auf die Partie nehmen? Wolf, beide haben innerhalb ihrer Mannschaft ein ganz besonderes Standing. Die sind extrem wichtig. Wolfsburg mit dem Anstoß. Erste Hälfte läuft. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Torhüter ist Kun Castells. Renato Steffen steht im Zusammenspiel mit Josip Brekalo auf dem Flügel. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Wird das was? Super dieses Zuspiel. Da ist das Tor. Ja, und der Ausgangspunkt war dieses frühe Stören, dieses extreme Vorchecking. Da haben sie mal wieder gezeigt, wie gut sie das drauf haben. Da machst du als Torwart natürlich nichts aus der Entfernung. Nee, das stimmt. Kein Vorwurf. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Die Führung also für Wolfsburg. Klasse Aktion, Ball ist weg. Wout Weghorst. Was macht er draus? Jetzt der Vorstoß. Wout Weghorst! Weiter Gefahr nach Radetzkis Abwehr. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. So, die Fans sind da. Riesenstimmung. Sie stehen wie ein Mann hinter ihrem Team. Vorne jetzt Arnold. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Brooks. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Nadim Amiri. Das könnte es sein. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. In Österlund gerettet da eben. Sie kratzen den Ball doch noch von der Linie. Bender. Aranguiz. Charles Aranguiz. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Eigentlich alles richtig gemacht. Auf dem Weg zum Ausgleich. Und dann ist es nur das Aluminium, das im Weg steht. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Arnold. Wout Weghorst. Es gibt den Freistoß für den VfL. Das wird Abschluss geben jetzt. Ja, mit viel Übersicht. Den spielt er steil. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Ganz enges Ding hier. Da ging es um Zentimeter. Aranguiz. Guter Zweikampf. Amiri.
Die Vorwärtsbewegung jetzt. Super Tackling. Wout Weghorst. Da verlieren sie den Ball. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Da ist der Ball weg. Kerem Demirbay. Er versucht's. Der Ausgleich. Jetzt wird's hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Jetzt der Ballverlust. Erste Erfolge hat Wolfsburg ja schon, aber so richtig zufrieden ist man dennoch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob die eigenen Ansprüche da nicht so ein klein wenig... Die Chance zur Führung! Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Dem hierbei. Er kann ihn reinbringen. Charles Aranguiz. Lucas Alario. Die Chance zum Tor, abgepfiffen. Fahne oben. Ja, da ist die Fahne oben. Ganz knappe Entscheidung. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Ganz energisch. Der Ballverlust. Jetzt vielleicht. Castells hält, immer noch gefährlich. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorn hier. Es steht zur Pause 1-1. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Also ich glaube, mit dem Tor kann er zufrieden sein, aber da geht noch mehr. Bislang nur das Unentschieden. Vielleicht... Anstoß Bayer. Und damit geht's hier weiter. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Gibt Einwurf. Da trennt er ihn vom Ball. Lucas Alario. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Kurze Ecke. Nadim Amiri. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt können sie vielleicht kontern. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelbwürdige Aktion. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Da ist die Flanke. Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor.
Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Schöne Hereingabe und auch der Treffer ist natürlich klasse. Da hat wirklich alles gestimmt in dieser Szene. Vom VfL muss jetzt mehr kommen, die Wölfe hier in Rückstand. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Joshua Guilavogui. Klasse Flanke. Super Aktion. Gut geklärt. Sieht vielversprechend aus. Weg ist der Ball. Geht da voll in diesen Zweikampf. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Da kommt der Pass. Nadim Amiri. Oh, ganz frei in der Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Freistoß jetzt vielleicht. Ist das die Chance? Jetzt vielleicht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Felix Klaus. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Castells. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Lucas Alario. Jetzt ist der Gegner am Ball, das wäre eine gute Chance gewesen. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Chance zur Flanke jetzt. Nadim Amiri. Und jetzt die Chance. Den Ball hat er. Ganz souverän. Xaver Schlager. Arnold. Super dieses Zuspiel. Von Weghorst. Super Tackling. Ballverlust. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Ja, das gibt Einwurf. William. Gibt Einwurf. William, Felix Klaus. Jetzt die Flanke. Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Xaver Schlager. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Erstmal geklärt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Oh, viel Platz jetzt. Der muss da drin sein. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Ecke wird kurz ausgeführt. Schön gemacht. Jetzt die Flanke.
Den Schuss jetzt vielleicht. Sie machen das Tor. Da setzen sie noch einen drauf und spielen es hier, und das finde ich gut, konsequent zu Ende. Und damit machen sie hier kurz vor Schluss noch ein Tor. Scheint so, als bekämen sie heute nicht genug. Die Fans wird's freuen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Er überzeugt heute als Passgeber. Weg ist der Ball. Der Schlusspfiff, das war's. So, die Spannung hat ein bisschen gefehlt. Dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben ihn dominiert, nie nachgelassen, und deshalb geht der Sieg in Ordnung. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen klasse Auftritt.